Moin, meine Damen und Herren, mein Name ist Uli Heist und ich freue mich, Sie heute Morgen hier bei der Burg Nahnstein begrüßen zu dürfen. Warum steht hier die Burg? Die einen sagen, das hat nur mit Barbarossa zu tun, weil der Kaiser Barbarossa in Kaiserslautern eine Kaiserpfalz hat bauen lassen und diese Kaiserpfalz wollte absichern und hat dann außenrum um Kaiserslautern einen Ring von Burgen bauen lassen. So dazu geht angeblich die Burg Nahnstein, also die Burg Honecke, dann die Burg Willestein im Karlstal, dann in Frankenstein noch eine Burg, aber mittlerweile weiß man, die Burg Willestein, die ist erst hinterher gebaut worden, um Barbarossa seiner Zeit. Der erste urkundliche Nachweis von der Burg Nahnstein ist 1189, aber ich gehe davon aus, dass diese Burg älter ist. Nur gibt es halt keine Nachweise mehr. Das Zentrum von der Burg ist ein Felsen. Die Burg ist um den Felsen gebaut worden, auf den Felsen, und man geht auch durch den Felsen durch. Der Franz von Sickingen ist in den Besitz von der Burg gekommen über seine Mutter. Seine Mutter ist geboren in Pulla von Hohenburg. Die Hohenburg liegt heute in Frankreich. Und seine Mutter war die Alleinerbin gewesen von ihrem Onkel. Wie ihr Onkel gestorben ist, hat sie den Anteil an der Burg Nahnstein gekriegt. Denn der Anteil hat es dann die Ehe mitgebracht. Und wie dann halt die Eltern von Franz von Sickingen gestorben sind, hat er den Anteil bekommen. Die Burg Nahnstein war Garnerbeburg. Das heißt, diese Burg war im Besitz von mehreren Leuten und immer wenn einer gestorben ist, ist der Anteil auf die Kinder übergegangen. Hat er also 10 Kinder gehabt, ist der eigene Anteil wieder auf 10 geteilt worden. Das heißt, die Anzahl der Besitzer ist über die Jahre immer weiter gestiegen. Der Franz von Sickingen ist 1481 geboren auf der Ebernburg. Die Ebernburg, also der Ort Bad Münster am Stein, wo die Ebernburg steht, ist mittlerweile Partnerstadt von Landstuhl. Ich denke mal, durch den Franz von Sickingen bedingt. Und außenrum um die Burg fällt das Gelände komplett ab. Das heißt, der Angriff ist nur von der Melkerei, vom Herreberg her möglich. Und das hat der Franz gewusst. Und deshalb hat er hier einen Turm bauen lassen, um diese Differenz zu überbrücken. Der Turm war damals 30 Meter hoch. Und damals konnten die eigentlich nur geradeaus schießen mit der Kanone. Und die Schwerkraft hatte recht dazu beigetragen, dass die Kugeln noch runtergeflogen sind. Wenn man sich jetzt den Turm anguckt, sieht man im unteren Bereich noch die großen Steine. Die sind also Originalgemäuer seit Franz von Sickingen. Dann so das untere Drittel sind kleinere Steine und oben drüber wieder größere Steine. Die Burg ist dreimal zerstört worden. 1523, wie der Franz von Sickingen gestorben ist. 1668, noch ein 30-jähriger Krieg. Und letztmalig 1689, wie der Melak im Auftrag von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, durch die Pfalz gezogen ist und dort Menge Burgen zerstört hat. Was sind das für Initialen dort? Das ist die Jahreszahl 1518, wo also der Baubeginn von dem Turm war. Und wenn man Reitfahrt geht, sperrt man die Wohnung mit so einem Schlüssel ab von außen. Aber so Schlösser haben die ja früher gar nicht gehabt. Wenn Sie da mal gucken, in der Wand sind zwei Löcher drin. Da hat man Balken hingesetzt. Erst ins untere Loch die Balken hin. Dann hat man da drüben, der ist halt durchgeschliffen, hat eine ohne Falle lassen. Dann hat man die zweite Balke oben hingesetzt. Hat der zweite Balke die ohne durchgezogen, hat eine Oppe gemacht und zwischen die zwei Balken hat man noch eine dritte aufrecht gestellt und dann war das Tor verschlossen. So wie ich stehe, gucken Sie auf die Felsen hinter mir. Es sind die gleiche Gesteinsschichte wie beim Teufelstischen hinter Weidetal. Ohne die weiche Rehbergschicht und oben die harte Karlstalschicht. Diese Schichte werden benannt nach ihrem ersten Fundort. Die Rehbergschicht hat man erst mal in Rehberg gefunden und die Karlstalschicht im Karlstal. Der untere Sandstein ist so weich, wenn Sie hingehen, drüber reiben, dann haben Sie gleich die einzelnen Krümmelchen in der Hand. Also der Bereich, wo wir jetzt sind, ist Zwinger. Deshalb froh ich immer gerne mit dem Hund. Zwinger ist also einfach ein enger Raum, wo man jemanden in Anführungszeichen insperren kann. Wenn wir jetzt vorne eine Sternbastion versuchen, täte, von rechts nach links, jeder Hand in Hand, täte man es nicht packen, eine Absperrung zu machen. Und im Zwinger, weil es ein enger Raum ist, könnte mir so viel Leid, wie mir jetzt sind, wahrscheinlich zwei Reihen hintereinander stehen und hätte eine stabile Absperrung. Und das war also auch die Aufgabe vom Zwinger, dass man einfach der Feind gut aufhalten konnte. Mir geht es eigentlich um die zwei Kugeln. Aber die Eisenkugeln. Genau. Das helle ist eine Stellkugel und das braune, das ist wahrscheinlich eine rostige Metallkugel. Ich habe vorhin gesagt, die Burg Nahnstein ist eine Burg in Spannlage. Beschuss nur von der Melkerei her möglich. Aber die ist jetzt hier Richtung Tal. Vom Tal her hat man nie auf die Burg geschossen, also die sind hingemauert worden. Diese Brunnenschale ist original aus dem Jahr 1560. Bei der Wiederaufbauarbeit von der Burg, dass das begehbar gemacht hat, hat man die gefunden, die hat verkehrt rumgelehnt, da hat man erst gar nicht gewusst, was Sache ist.
wie man dann die Schrift gefunden hat, hat man gemerkt, die steht ja verkehrt rum. Da hat man so umgedreht, ah, eine Brunnenschale. Und auch betroffene Figur von Franz von Sickingen, die ja angeblich ausgesehen hat. Die Originalfigur, die steht jetzt ohne im Museum in der 10. Scheune, da wo ihr jetzt alle steht. Mit einem schönen Blick auf die Schildmauer. Da sieht man also, wie dick die Mauer war. Da vorne den Wehrgang muss man noch dabei rechnen, also die Schildmauer war 6 Meter dick, etwa die Verteidigungsseite hat man dicker ausgeführt. In dem vorderen Bereich muss die Mauer natürlich nicht so dick sein, weil da ist sie ja geschützt vom Kanonenturm. Der Kanonenturm ist ja da außer Rumgang. Wir haben hier da vorne die 2 Öffnungen, da haben Kanonen drin gestanden. Wie viele Geschützstände wirklich pro Stockwerk war, weiß man nicht. Also der Turm hat einen Durchmesser von 25 bis 30 Meter, das heißt also, er ist nicht ganz rund, er ist ein bisschen oval. Pro Stockwerk hat man 4 bis 5 Geschützstände gehabt und er war angeblich 5 Stockwerke hoch. Der große Durchmesser kommt daher, die Kanonen mussten von vorne beladen werden. Hat man Geschoss, musste man die Kanone hinziehen, vorne Kugeln nehmen, Kanonen wieder vorschieben. Und wenn man dann die Kanonen abgefeuert hat, hat das eine Menge Qualm und Ruß gehabt. Und dass der Ruß abziehen kann, hat man von Stockwerk zu Stockwerk einfach diese Öffnungen gehabt, dass der Qualm abziehen kann. Der Turm ist 1523 bei der Beschießung von der Burg relativ schnell kaputt gegangen. Die einen sahen, es waren zu viele Geschützstände pro Stockwerk, weil das geht ja doch massiv ins Mauerwerk hin, so eine Öffnung per Kanon. Andere sahen, es ist schlampig gemauert worden. Und wieder andere sahen, den Kalkmörtel, den man verwendet hat, der war noch nicht richtig ausgehärtet gewesen. 1518 angefangen zu bauen, 1523 war der Beschuss. Das waren diese Eisenkugeln. Fakt ist, der Turm ist relativ schnell kaputt gegangen. Der Franz von Sickingen soll dann am 2. Mai 1523 durch die Busch gelaufen sein, soll sich die Schäden angeguckt haben und die eine sahen, aus dem Hinterhalt wäre er angeschossen worden. Und da man der Franz von Sickingen ja nicht so auf die Art und Weise sterben lassen will, haben dann andere geschriebene Literatur, er ist durch die Busch gegangen, hat sich die Schäden angeguckt, weil der Ober hätte sich ein Balge gelöst, der vorne schon ganz zerfetzt war. Und dieser Balge hätte ihm die Seite aufgerissen, dass man die ganze Ingeweide gesehen hätte. Und damals hat es ja kein Krankenhäuser gehabt wie heute. Also die Verletzung wäre so schlimm gewesen, dass also jedem klar war, das packt er nicht. Und dann hätte er halt in seine letzten Tage, hätte er noch ein paar Angelegenheiten geregelt und wäre dann am 7. Mai drüben in der Sterbekammer, wäre er verstorben. Diese Sterbekammer, sagt man, ist bombensicher. Man darf nicht an Atombombe denken, die wir heute haben. Beschuss von der Melkerei. Die Sterbekammer am anderen Ende von der Burg, teilweise auch im Felsen drin, von daher war der Ort relativ sicher. Ob er wirklich stattgestorben ist, man weiß es nicht. Bei den Küche zur Zeit Franz von Sickingen, für die, die in der Burg gelebt haben. Für hinten dran sieht man jetzt etwa angeblich die Feuerstelle und das da unten, sagt der Theo Schohl, immer das Waschbecken. Wenn man sich die Wand anguckt, diese einzelnen Elemente, ich gehe davon aus, dass man, wie man das oben befestigt hat, bei dem Wehrgang, dass man das da auch ein bisschen befestigt hat und hat diese Elemente hingemauert. Weil wirklich Sinn macht, tut das ja nicht unbedingt. Wenn man da guckt, sieht man auch noch den Anfang von einem Kreuzgewölbe. Allein Gott, die Ehr, liebt den Gemeinnutz, beschirmt die Gerechtigkeit. Das ist also der Leitsatz von Franz von Sickingen. Das ist ein Bildnis von Merkur. Das hat man unten in der Stadt gefunden und das hat man da bei der Burg hingesetzt in die Mauer, wie man sie wieder begehbar gemacht hat. Das ist der Merkur. Der Merkur ist der Schutzgott von den Kaufleuten und von den Dieben. Wenn wir jetzt runtergehen, wir gehen da jetzt ins Dunkle hin, wir kommen vom Helle, machen Sie bitte langsam, weil die Augen sich nicht ans Dunkle gewöhnt haben. Die Stufen sind auch ungleichmäßig. Lieber ein bisschen langsamer machen wie zu schnell. Wir gehen durch bis ohne Kanonenturm. Und kurz vor Endkanonenturm ist ohne so eine Stelle im Boden, wo man gern schief treten kann. Also dort ein bisschen aufpassen und teilweise mit dem Kopf. Die Männer fallen ein bisschen Gräser aus, da kennst du ein bisschen. Nicht, dass es euch so geht wie mir, dass nach vorne kein Ohr mehr hat. Ich bin zu oft durch, keine Ahnung. Da vorne sieht man noch eine Kanonenöffnung. Wir sind also um den Fels und die Burg rumgelaufen. Jetzt laufen wir durch den Fels und am Schluss. Wir sind hier doch an der Innenseite von der Schildmauer. Sehr wahrscheinlich war das einfach eine Aufzugschacht, für die Waffen und Munition dann später nach das Hof zu schaffen. Immer dann also die neue Version von der Burg von Franz von Sickingen seiner Zeit. Aber das ist auch nur eine Interpretation. Was es genau war, man weiß es nicht. Und wenn wir jetzt gleich die Treppe hochgehen, sieht man auch oben, dass unterhalb vom Wehrgang, da steht
zugemauert weiß. Man kann also gar nicht sagen, wie das bei der Oper ausgesehen hat. Das sind also rein Vermutungen. Der Grund ist, es ganz rundherum ist relativ schmal. Das könnte also auch ein Aufzug gewesen sein. Oder Aufzug oder was weiß ich. Also ich gehe einfach davon aus, man versucht das Ganze irgendwie, das bisschen, was noch da ist, zu benennen mit einer Funktion. Der Ort Landstuhl hat sich hier von der Burg her ausgebreitet über die Jahre. Steinfragmente, die Sie in der Ruine noch entdecken können, und Postamente mit Löwenköpfen, auf denen Säulen ruhten. Nach den neuesten Forschungen wurde die Sternschanze bereits im Jahr 1564 errichtet. So könnte sich die Anlage dem Reisenden gezeigt haben. Vor 400 Jahren.